Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute haben wir den ersten Teil Rohrgeballer im Jahr 2020/21. Und wir haben hier uns eine schöne Mischung zusammengestellt. Und zwar ein Weco Kubi, einen etwas älteren, wie heißen die nochmal? Tropic Pico Loco Sea. Genau, die sollen relativ gut sein. Ja, ihr seht es ein bisschen Mischmasch. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem kleinsten an, und zwar einem Pyro Cracker. Und dann wollen wir mal. Richtig schöner Knall. Und machen wir mal hier den zweiten. Sehr, sehr geil. Gut, machen wir weiter mit einem Silberkracher aus dem Dynamite Bag von Weco. Schöner kleiner Rauchring. Machen wir weiter mit einem China Böller A von Leslie. Der hat einen Ring geschossen. Der hat einen schönen Ring geschossen sogar. Machen wir als nächstes hier mal einen Knallfrosch von Weco aus dem Fire Fantasy 2018, glaube ich sogar noch. Mal sehen, ob er raushüpft. Glaube ich eher weniger. Das ist eine Rauchbombe von der Firma Weco. Mit Stepper-Funktion. Mit Stepper-Funktion, so ist es. Dann haben wir hier noch einen China Böller C von Leslie. Oh, ja. Der war schon ein bisschen stärker. Machen wir weiter mit einem Keller D-Böller. Ja, ja, relativ gleich. Dann machen wir einen Nico D-Böller. Oh ja, der war deutlich stärker. Und machen wir noch einen Nico D-Böller. Aber der war tatsächlich schwächer. So, machen wir mal einen Fire Event A bzw. B-Böller. Schön mit grauer Lunte. Oh ja, der war schon heftiger. Und machen wir jetzt den kleinen hier. Oh. Der war tatsächlich schlecht. So, machen wir einen roten Corsair. Oh ja, da wurde was Schönes gerade rausgeschossen. Und machen wir zum Abschluss einen Weco Kubi. Oh ja, sehr, sehr schöne Rauchwolke. Das war's mit dem ersten Teil. Wenn euch der Teil gefallen hat, gebt ihm wieder einen Daumen nach oben und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.